Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Lore-Trends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Ezreal. Nachdem er letzte Woche noch der Abfalleimer der Woche war, ist seine Winrate nun nach den wirklich brutalen Buffs in Patch 14.12 nahezu explodiert. Vor allem in den unteren Rängen hat er bereits nach zwei Tagen teils über 3% Winrate bekommen. Alleine der Fakt, dass seine Ult nun im Late-Game wirklich gut 1000 Damage macht, ist fast schon absurd. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche kommen, würde ich euch einmal wie immer auch kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher LoL-Skin ist eurer Meinung nach der größte Pay-to-Win-Skin? Ab zum Abfalleimer der Woche. Das ist Twisted Fate. Eine lange Zeit war er wirklich sehr stark. Vor allem in den letzten Wochen hatte er in Diamond und Emerald, wenn man seine niedrige Pickrate bedenkt, eine absurd hohe Winrate. In Patch 14.12 gab es dann eine richtig saftige Nerfstelle und die hat auf jeden Fall gesessen. Je nach Elo-Bereich hat er zwischen 1 und 3,5% Winrate verloren. Zeit für den Nope der Woche und das ist Caitlyn. Nach den ADC-Item-Changes in Patch 14.10 waren ihre Winrate und Banrate komplett explodiert. Nach einem Nerf ist ihre Winrate ordentlich gesunken und mittlerweile, ich sag mal, halbwegs normal. Ihre Banrate wurde davon aber kaum beeinflusst. Vor allem im Late-Game ist sie weiterhin absurd stark. Fliegen wir direkt zum Broken Pick der Woche und das ist Cannon. Seit seinen Quality of Life Changes in Patch 14.9 ist er meine Antwort auf, wer ist gerade momentan hidden OP. Vor allem in Emerald und Diamond ist seine Winrate mit mehr als 52,5% bzw. 53% mehr als stabil. Trotzdem spielt ihn nahezu niemand und mit einer Banrate von maximal 2% bekommt man den kleinen Yordle eigentlich auch immer. Wenn ihr ihn ausprobieren wollt, dann solltet ihr einen Champ, nämlich Yorick, auf jeden Fall bannen, sonst habt ihr wirklich keinerlei Spaß. Unser nächster Halt ist das Item der Woche und das ist Yuntal Wild Arrow. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, warum dieses Item weiterhin so gut wie niemand kauft, obwohl es statistisch betrachtet mit das stärkste Item im gesamten Spiel ist. Auf Champions wie Twitch, Aphelios oder Draven, die nicht zwingend riesige Mengen an Attack Speed brauchen, hat das Item als dritte oder vierte Option eigentlich immer easy 60% Winrate. Allgemein ist das Item mit nahezu 60% Winrate eine echte Hausnummer. Die Pickrate des Items hat sich erstaunlicherweise aber seit letztem Patch halbiert, was sehr eindeutig darauf hindeutet, dass die Leute mittlerweile nun mal auch wissen, auf welchen Champs das Item funktioniert und auf welchen nicht. Es wird Zeit für unseren Fail der Woche und dort machen wir direkt beim Thema der letzten Woche, nämlich dem 440 Euro Ahri-Skin weiter. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sich der gesamte Trubel nach dem Release des Skins mehr oder weniger widerlegen wird. Allerdings haben sich Riot Mettler und Riot Pew Pew Laser wirklich nicht besonders gekonnt auf Reddit und in einem Interview ausgedrückt. Riot Mettler argumentierte, dass es schon lange an der Zeit gewesen wäre, einen sehr teuren neuen Skin zu haben, damit die sehr kleine Anzahl derjenigen, die diese Geldsummen ausgeben, einen exklusiveren Skin bekommen. Im Prinzip sagt er damit komplett offen und ehrlich das, was wir uns die ganze Zeit auch schon alle gedacht haben. Riot möchte mit diesem Skin die Whales wie eine Kuh melken. Riot Pew Pew Laser argumentierte dann auch noch in einem Interview mit PC Games N, dass es ja moralisch okay sei, einen Skin für derartiges Geld anzubieten, weil es nun einmal Spieler gäbe, die 200 Dollar im Monat für ihre Hobbys ausgeben und League of Legends nun mal deren Hobby ist. Dann ist der Skin aber trotzdem direkt mal mehr als 2 Monate an Hobbybudget. Anschließend folgte der aus meiner Sicht bescheuertste Vergleich des Jahres. Die riesigen Kosten für derartige Skins vergleichte er mit dem vielen Geld, das er für Warhammer-Figuren ausgegeben hat. Der Vergleich, eine physische Warhammer-Figur zu einem virtuellen Spieleteil, der hinkt aus meiner Sicht massiv. Die Leute auf Reddit fanden das Ganze ebenfalls dezent affig. Dazu verstößt Riot auch noch gegen brasilianisches Recht. Dort müssen nämlich immer alle Inhalte eines Bundles auch einzeln käuflich sein. Ja, was sie momentan ganz überraschenderweise nicht sind. Das gleiche gab es tatsächlich schon einmal vor einiger Zeit in Overwatch. Dort musste Blizzard dann ganz schnell zurückrudern. Ab zu unserem Trick der Woche und dort zu der wichtigsten Fiddlesticks-Mechanik. Der wichtigste Aspekt von Fiddlesticks Ult ist der Fear seiner Q-Passiven. Die Ult feiert allerdings nur Spieler, die von der Ult getroffen werden, wo sie initial landet. Wenn ihr danach in andere Ziele reinlauft, werden diese nicht gefeiert. Auch Flash hilft euch dabei nicht. Wenn ihr allerdings direkt in dem Moment, wo ihr mit eurer Ult landet, Flash und W gleichzeitig ein bisschen wie ein Irrer spammt, feiert ihr auch die neuen Ziele.
Was macht eigentlich Riot? Wir hatten diese Woche einen neuen Developer-Update. Hier einmal ganz kurz das Wichtigste für euch. Riots neuer PvE-Modus heißt Swarm und kann solo oder im Koop gespielt werden. Er wird Mitte Juli mit dem Sommer-Event auf die Server kommen. Beim Mastery-System werden die Mastery-Symbole, nachdem ich sag's mal nicht so ganz optimalen Feedback, noch einmal visuell angepasst. Das Design ist damit relativ nah an dem alten. Das Große ist allerdings die völlige Umstrukturierung der Tier 1 E-Sports Ligen für 2025. Es wird zunächst insgesamt weniger Tier 1 Teams geben. LoL Esports wird ähnlich zu Valorant Esports aussehen. Alle Ligen bekommen einen einheitlichen Split-Zeitplan. Dazu werden Hongkong, Südostasien, Taiwan, Macau, Japan, Vietnam und Ozeanien zu einer multiregionalen APEC-Liga fusioniert. Die LCS, CBLOL und LLA werden zu einer panamerikanischen Liga. Die CBLOL und LCS bilden jeweils eine süd- und nordamerikanische Liga. In jeder der nord- bzw. südamerikanischen Gruppe wird es insgesamt 8 Teams geben, 6 bestehende, ein Team aus der LLA und ein Aufstiegsteam aus der zweiten Liga. Insgesamt wird es nach dieser Umstrukturierung nur noch 5 Tier 1 Ligen geben: Panamericana, APEC, LEC, LCK und LPL. Zu guter Letzt wird es zwischen Split 1 und Split 2 ein neues internationales Turnier geben, das im März stattfinden wird. Aus den 5 Regionen wird sich pro Region jeweils nur ein einziges Team für dieses Turnier qualifizieren. Das Allerbeste für dieses Turnier wird es in den regionalen und internationalen Best-of-Serien einen Fearless-Draft geben. Das war's tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL News und Trends geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.